wie kann man darauf antworten, wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, dass es gibt jetzt zum Beispiel Personen, die sind mit 20, also sie sind keine Muslime gewesen, sind mit 20 gestorben. Und dann gibt es ja andere Menschen, die sind 86 geworden, haben noch den Islam angenommen. Und der sagt jetzt, das ist unfair, weil der andere hatte nur 20 Jahre oder ab der Pubertät vielleicht 6 Jahre Zeit oder so und der andere hatte viel mehr Zeit und viel mehr Chance, das anzunehmen. Ja, der Bruder sagt, manche sagen, das ist unfair, wenn jemand mit 20 Jahren ohne Islam stirbt und der andere ist 86 Jahre alt geworden und im letzten Jahr hat Allah Azza wa Jalla ihn recht geleitet. Dann sagen wir ihnen, nein, das ist nicht unfair. Allah wusste, dass dieser 20-Jährige, wenn er weiterlebt, sogar 1000 Jahre, dass er auf dem Kufr sterben wird. Mafhum? Eine Frage an euch, liebe Geschwister. Warum bekommt der Nicht-Muslim das ewige Höllenfeuer, wenn er vielleicht nur, sage ich mal, 15 Jahre oder 10 Jahre gelebt hat. Warum? Weil Allah wusste, dass er nie den Islam annehmen wird. Richtig. Weil Allah kennt seine Absicht. So. Der 86-Jährige, der mit dem Islam gestorben ist, er ist gestorben mit dem Islam, aber Allah weiß, dass dieser ab diesem Moment sein Leben komplett geändert hätte und dass dieser deswegen das ewige Paradies bekommt. Klar? Das ist der Unterschied. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah in ihren Herzen etwas Gutes gefunden, hätte er sie hören lassen, bedeutet hier recht geleitet. Allah weiß doch, was im Herzen ist. Und genau das ist ja der Beweis, der gegen ihn spricht, diese Frage. Warum? Dann fragen wir ihn, ja, warum hat Allah den 86-Jährigen so lange Leben gegeben? Weil Allah wusste, er nimmt den Islam an. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na, tafadal.